transportieren. Absolut! Ich hab sie! Moin! Willkommen bei den Olympischen Spielen! Ein bisschen schlecht. Wir schaffen es. So, jetzt geht's irgendwie an den Start. Genau das ist es, Jeremy. Let's go, Jeremy, come on jetzt! Wir waren in der Messe, in der Uni, und die Frage war... Zwischenstand ist jetzt 3 zu 2. Jeremy hat den ersten Satz verloren, führt im zweiten jetzt 6-5. Und jetzt glaube ich ins Game und dann noch das Mix. Können wir das schaffen? Wir schaffen es. Nico hat wirklich sehr hohe Ansprüche auf seine Vlogs angeht. Steht mein Salat noch da? Und er hat ihn ja gegessen. Nee, der Salat steht noch da. Entschuldige dich da lieber nochmal. Funktioniert!
Wir schreiben Samstag, den 17. Februar. Schöne Tor! We did it. Fuck, wie ist denn? BSC muss halt auch liefern. Der ist gut. Wie wen spielt BSC? Oh, gute Bekannt. Scheiße. Das ist auch gut gesehen. Gut ja! Gesehen. Also jetzt erklär mal für die Leute, was so wichtig ist jetzt. Folgende Situation. Wenn BCT gewinnt und BSC heute einen Punkt holt in Gifhorn, ist ja. Trittau bereits abgestiegen morgen und wir sind aufgestiegen. Wir können Fax machen. Und wir können in der Aufstellung Fax machen. Mal was ausprobieren. Machen einzeln. Fight, fight! Ja. Also, wir haben es geschafft. Es ist 5:2. Jetzt läuft noch das Nix. Wir haben wirklich gerade gemacht. Aber nicht mehr. Geht's zu beiden? 20 beide, let's go. Oh, der ist gut. Der ist aus. Der ist aus. Let's go. Auf geht's, auf geht's zu beiden. Gut. Aus. Er hat's geschafft. Oh nein, schreiten Sie sich jetzt? Die diskutieren immer noch. Die diskutieren echt? Das Ende. Die haben 5:3 eingetragen. Ist durch. Nein! Ist durch! Faxen, Faxen. Wollen wir heute auf die Reeperbahn? Oh mein Gott, ich würde Action feiern. Ich. Und dann so. Oh ja, weiter geht's! Mir ist ein bisschen schlecht, aber das wird jetzt gleich bestimmt besser werden. Bin ich jetzt im Fernsehen? So, stimme mal bitte in den Kommentaren ab, ob sich die Haare abschneiden soll oder nicht. Danke. Nein! Ja, das muss weg. Auf geht's, Malte, auf geht's, Marvin! Alle verlieren. Ärger. Ich weiß nicht. Jo, nee. Scheiße, komm. Nee. Es ist immer noch Ernst! Jawohl! Jawohl! Hey! Hey! What are we made it? Was sagst du? So Leute, ich frage jetzt alle einmal, was sie zum Aufstieg sagen. Ich weiß nicht, ernst. Okay, Timo, komm. Sonja ist mega unangenehm, wirklich. Okay, dann eine andere Frage. Was sagen Sie zum Abstieg heute? Nils, was sagst du zum Abstieg? Was sagst du zum Aufstieg heute? Ja, mega geil. Hast du wieder aufgestiegen? Ja, richtig geil. Richtig geil! Okay. Ja, das ist ja spannend. Herzlichen Glückwunsch. Mega geil. Yeah! 42. Sonja!
Was sagen Sie zum Aufstieg? Ich sage zum Aufstieg, moin. Also ich befrage ja heute alle Fans, die heute anwesend waren. Wie lange bist du gefahren? Um bei unserem Heimsieg dabei zu sein. Ja, entspannte 400 Kilometer. Nur der TSV. Nur der TSV. Bruder, du warst schon so oft kurz davor zu kotzen. Nein, heute hat es schon hier stehen. Aber ich dachte mir, okay, ich kotze jetzt, ich spiele danach weiter. Oder ich habe Glück, muss ich kotzen. Und dann kam es so hoch und ich hab's unterdrückt, ich habe gewonnen. So, schief. Kannst du uns einen Bartanz mal daneben vom Bruder mit? Weißt du, was vier Finger hoch bedeutet? Habe ich mal gegoogelt. Ich weiß nicht warum. Aber vier Finger hoch heißt loyal zu einer Frau. Ich zeig dir. Nee. So, jetzt ist die Laune langsam endlich mal richtig da. Langsam realisiert man das Ganze, dass wir es wirklich geschafft haben. Ich hätte es auf jeden Fall nicht gedacht. Jetzt wird die zweite Bundesliga angepeilt, ne? Ja. Sondern meint, sie hat eine richtig krasse Bestellung. Jetzt hau raus. Sondern ich habe gerade Sushi bestellt für... Sushi! Für 22,44. Das ist zweimal davor die Tour umgekehrt. Let's go! Oh, da haben wir es. Oh, 130 Euro. Danke, Bro. Komm mal zum Training, Sonja. Wie bitte? Habe ich nicht verstanden. Ab geht der Peter. So nämlich. Salami, Pilze, Pepperoni. Pizza Pepperoni. Schinken. Ein belegtes Brot mit. Schinken. Schinken. Sonja. Kuss. 5 zu 3. 3. 3. Sonja, war das zweite oder dritte Mal? Nummer 7. Happy Birthday to you. Fati. Atzen. Ahohe. TSVTM. Samstag, 17. Februar, 22:30. Smash! Ja, wir haben uns gewonnen. Unser erster Herr der Oberliga. Falls ihr euch fragt, was wir so im Training machen, hörst du? Ja! Das war mal eine gute Leistung von mir heute. Der Rest war egal. Willkommen bei den Olympischen Spielen! Schafft der SV, schafft das nicht! Dabei oder bist du nicht dabei? Wie dabei oder raus? Wobei? Keine Zeit für Fragen, nur Tat. Du musst Nein sagen. Nein? Elijah, Fakt ist, du bist dabei. Ich bin raus. Ja! Du dumme Sau! Oh mein Gott, Timo. Nico, wir brauchen gar nicht diskutieren. Ich triff erstmal die Flasche. Oh, ja! Ich hab die Flasche! Ich hab sie! Ich hab sie! Und hol ein Wodka-Bowl für sie. Kreisliga Brandenburg oder was das hier ist, ey. Kleine Auflösung übrigens zu gestern Abend, als ich mir die Spiele angeschaut habe. Ich habe eine ganze halbe Seite voll mit Infos geschrieben bezüglich des Einsitz gerade eben. Also direkt der erste Ballwechsel habe ich mir direkt vorgenommen, von rechts auf die 2-3-Bahn aufzuschlagen, weil er sehr viel immer direkt mit seiner Vorhand dann Cross spielt. Ich habe auf die 2-3 gespielt, habe meine Beine geswitcht und bin dann direkt reingegangen. Generell hat er sehr viel dann immer an meine Vorhand dann reingezippt, wenn ich auch von links auf die 1 aufgeschlagen habe. Generell wollte ich immer über seine Rückhand vor allem angreifen. Generell super viel aktiv wollte ich aus dem Hinterfeld sein. Aber kleine Idee für euch, man sieht, es hat am Ende sich auf jeden Fall ausgezahlt. Wir wollten eigentlich die Saison so spielen, dass wir sicher in der Liga bleiben. Ja, wir sind deswegen sehr happy, aber deswegen ist auch die ganze Euphorie eigentlich nicht so krass groß gewesen, weil es gar nicht so das Ziel war. Man erkennt vielleicht auch noch an der Schülerhandschrift, dass er noch nicht so viel geschrieben hat in seinem Leben. Aber die Komma-Regelung ist da. Aber da fahren wir gar nicht an. Sorry. Uns ist gerade aufgefallen, dass wir einfach kein Mix diese Saison gewonnen haben und wir es geschafft haben, trotzdem aufzusteigen. Das heißt, wir sind in jedes Spiel mit einem 0-1 rein und sind sehr häufig erfolgreich raus, dass wir am Ende sicher aufgestiegen sind. Das ist doch lustig, oder? Ist nicht so lustig, wie wir es gerade erzählt haben, oder? Let's go!
schau das mal. Ich guck's hier mal an. Jeremy, du kannst doch gar nicht lesen. Sind das deine Notizen zu dem Spiel? Alter. Digga, du machst dir mehr Notizen zu einem Spiel, als ich für meine Arbeit lerne. Aber das spricht nur für Nico, nicht für euch. Das ist sehr leise. Nico hat einfach über die Saison so seinen Style geändert. Oder? Du bist wie so eine Puppe, auf die man drückt und die anfängt so zu lachen. So, so by the way, mit diesem Fokus wird hierbei gespielt. Mit diesem Fokus. Wir haben diesen Tag heute erfolgreich abgeschlossen. 5 zu. 3. 5 zu. 3. 5 zu. 3. Und jetzt kommt... Griechischer Wein, komm, schenk mir ein. Wir sehen uns wieder in der Regionalliga. Sonja, deine letzten Worte noch zu dieser Saison? Was sollen die Leute machen? Abonnieren. Sehr gut, Sonja. Was sollen sie machen, die Leute? Hier seht ihr, was ich Geiles gemacht habe. Digga, du liegst da wie so eine Mumie, Alter. Dankeschön! Ich werde dich finden. Ich habe einen Zugang. Machen. Reiche die Kamera an jemanden weiter. Ich bin nichts gefilmt. Griechischer Wein.